Ein herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist der Thorsten für euch. Ja, was machen wir heute? Wir fahren noch einmal mit unserem Volvo. Und zwar fahren wir Natrium von, ja, keine Ahnung, nach Bryansk. Also von Russland nach Russland. Von der Southern Region Map kommen wir damit weg, gehen dann auf die Russmap zurück. Und ich will mal schauen. Ich denke, ich werde das mal versuchen, in eins durchzufahren. Mein Fahrer hat vorher geschlafen. Wir legen dann mal los. Vollgetankt sind wir. Und von daher können wir mal gucken. So, ich weiß nicht warum. Irgendwie habe ich immer das Gefühl, ich kriege mit diesem LKW die Kurve nicht. Ich kann es nicht sagen, ob das jetzt an der langen Schnauze liegt oder sowas. Oder ob der tatsächlich so träge ist. Müssen wir mal sehen. So, Gas geben hilft beim Fahren. Was für eine komische Ecke hier. Mal abgesehen davon, liebes Navi, dass wir hier gar nicht nach links dürfen, es sei denn, wir würden uns verkehrswidrig verhalten. Machen wir natürlich niemals, also fahren wir jetzt erstmal rechts rum. Genau. So. Und ich habe jetzt gar nicht geguckt, egal. Verlust ist immer. Wir bügeln jetzt hier mal durch den Kreisel. Ja, wenn das gleich knallt, wollen wir nicht wundern. Ein komischer Kreisel hier. Eigentlich braucht man im Kreisel ja nicht blinken, aber bei diesem hier wäre ich mir jetzt nicht mehr so sicher. Okay. Hoppla. So, Kamikaze-Fahrt beendet. Wir fahren mal auf die rechte Spur. KI lässt uns im Moment noch in Ruhe. Sehr, sehr schön. Was fahren wir? Natrium? Kärcher. Kärcher wäre doch auch nicht schlecht gewesen. So, ab und zu mal in meinem Chai Latte nippen. Eieiei, das ist auch ein alter Eimer, wa? Komm, mach grün hier. Essen zeitig. Frau und Kind warten. Fahren die hier eigentlich für Autos? Hallo, heute noch, sonst hole ich einen Schraubenzieher. So, danach, nach dieser Tour werde ich wahrscheinlich auch wieder auf meinem Scania wechseln. Man ist es halt gewohnt. Ist nun mal so. Ich muss mal gucken, ob ich da den Longliner nehme oder den anderen. Nein, nicht den Oldie. 1196 Kilometer haben wir vor uns. Eigentlich gar nicht mal so viel. Ich bin mal gespannt, ob wir da ohne Pennen durchkommen. Vielleicht muss man das Ganze so ein bisschen provozieren. Das ist, schauen wir mal. Ja, ansonsten ist der Volvo eigentlich ein, ja, schicker Wagen. Wie gesagt, das Einzige, wo ich halt das Gefühl habe, der kommt nicht um die Ecke, aber das mag wirklich an der langen Haube vorne liegen, dass man da, ja, anders als beim
beim normalen LKW, sage ich jetzt mal, wo man ja quasi die Lenkachse direkt unterm Hintern hat, ist sie hier halt, ja, doch ein ganzes Stück weiter vorne, ne? So, hier könnten wir noch Obst kaufen, wenn wir was brauchen. Ich habe nicht mal geguckt, ob das eventuell Terminfracht ist, was wir hier fahren. Hotel d'Amour. Tankstelle. Ne, wir sind vollgetankt. Wir brauchen das nicht. So, was wird das hier mit dir? Handtourist. Ich habe irgendwas eben von Bratwurst gelesen. Ja, das kommt, wenn man immer ans Essen denkt. Ja, eigentlich wollte ich eine längere Tour gemacht haben. Wir wieder überholen mal verkehrswidrig auf der rechten Seite. Okay, was ist hier schon verkehrswidrig? Nee, wie gesagt, ich wollte eigentlich eine längere Tour machen, aber irgendwie konnte ich mich dazu nicht aufraffen. Warum schleichen die hier alle so? Ach so, 50. Entschuldigung, ich habe die Schilder nicht gesehen. Ich war zu schnell. Ja, die müssen die Schilder auch so aufbauen, dass man die mit jeder Geschwindigkeit lesen kann. Mann, was soll denn das? Das ist unglaublich. Ja, mal schauen, was uns unterwegs so alles erwartet. Vielleicht mache ich dann morgen nach der Arbeit eine lange Tour. Das heißt, die werde ich natürlich dann wieder verhackstückeln in, ja, wie soll ich sagen, also zwischen den Schlafenspausen, wie beim letzten Mal. Jedes Mal, wenn unser Müpf müde wird, wird halt Pause gemacht, ne? Ist ein Teil zu Ende. So, was gibt das hier vorne? Baustelle. Eieieiei. So, hier geht es so ein bisschen bergan. Das sieht so ein bisschen aus, als wenn da eine dicke, fette Brücke ist über irgendein ein Fluss oder so. Gucken wir mal. Ach, der weicht uns schon respektvoll aus. Ja, und der Volvo kämpft sich tapfer den Hügel hoch, ohne langsamer zu werden. Das ist schon mal sehr, sehr löblich. Dass unser Auto ja so klappert. Was scheppert denn hier so? Krieg Angst. Naja, solange uns nicht unser Hinterrad überholt. Eieieiei, was für eine. Genau. Sieht's denn aus da vorne? Ich bin jetzt böse. Halt's Maul. Ich habe mich verfahren, ich bin ortsfremd. Auf deutschen Autobahnen darf man das nicht, auf russischen vielleicht, keine Ahnung.
Ich habe jetzt ein Stück zurückgesetzt, aber das habt ihr natürlich nicht gesehen. Hust. Polizei war auch nicht in der Nähe, also. Naja. Ach, warum soll man sich immer vorbildlich verhalten? Ist ja auch doof. Was ist denn das hier für eine Wegeführung, Mann? Ja, wunderschöne Landschaften. Mohnblumen. Bäume am Lineal ausgerichtet, wie mir hier scheint. Wahrscheinlich irgendwie eine Ackerbegrenzung oder so. Nein, aber wirklich, wirklich schön. So viel Gegend. Aber irgendwas scheppert doch hier, Mann. Mal einmal aussteigen. Ich hab den so schlecht im Griff von hier oben. Zugig auf dem Dach. Klappert trotzdem was. Ich mag keine klappernden LKW. Ja, inzwischen habe ich mich mal informieren können. Es gibt also für den LS17 doch kein Demo. Es gibt so einen netten kleinen Link im Internet, nur wenn man dorthin kommt, April, April gibt's gar nicht und du hast dich ins Boxhorn jagen lassen und so weiter. Warum man so einen Scheiß dann auch nicht wieder entfernt, weiß ich nicht. Das heißt, wenn ich mich dazu entschließen sollte, den LS17 tatsächlich zu fahren oder zu spielen vielmehr, dann werde ich mir den auf jeden Fall kaufen. Ich muss mal schauen, ob das jetzt in den nächsten 2 Wochen sein wird. Oder wie wir das da handhaben. Ey, du kannst 110 fahren. Warum tut ihr es nicht? Es ist doch unglaublich hier. Wenn sie langsam fahren sollen, dann sind sie weg. Ja, wenn man es nicht gebrauchen kann, dann rasen sie an einem vorbei wie die Irren. Wenn sie 110 fahren können, dann schleichen sie hier mit 50 lang. Oh, die spiegeln sich in unserem Ding da oben. Das ist aber irritierend. Das muss ich abschrauben. Kann man wieder rüber? So. Jetzt sehr gute Straßenlage. Ach stopp, scheiß der Hund drauf. Warum soll ich hier anhalten? Vielleicht gibt es Strafe. Du hast nicht gehalten. Ja, und? Wir haben keine Zeit zum Anhalten. Wenn sie was wollen, sollen sie herfahren. Was ist das da oben? Werbung. Mautbrücke. Und wir müssen immer noch nicht tanken. Wir müssen auch noch nicht schlafen. Wir haben noch 987 Kilometer vor uns. Wenn die Straßen allerdings so bleiben, wie sie jetzt sind, dann sollte das locker zu machen sein. Wollen wir mal gucken.
Solange wir nicht wieder durch irgendwelche Wälder geschickt werden. Ich muss mal sehen, ich hätte irgendwie mal wieder Bock, so nach Island hochzufahren. Sehr entspannt. Der Himmel sieht so ein bisschen aus, als wenn er gleich was fallen lässt. Gucken wir mal. Wollte gerade sagen, diese Straßen hier offensichtlich neu gebaut, aber doch ganz schön rissig. Irgendeinen minderwertigen Asphalt genommen. Meine Grafikeinstellung muss ich nachgucken. Das ploppt so vorne alles so auf. Das hatte ich eigentlich so noch nicht, meine ich. So, wenn wir wollen, können wir hier noch einmal im Kreis fahren. So ein bisschen Karussell. Oh, wir müssen raus. Wir haben ein bisschen geschlafen, aber naja. Wenn wir im Zweifel wieder hier über die Wiese gerauscht, haben wir schon mal gemacht. Geht alles. So, wir fahren hier rum. Und hier wieder raus. Jo. Und alles ohne Blinken. Kohle kommt auch rein. Ich würde sagen, im Moment läuft bei uns. Gut. Frau ist jetzt nicht dabei. Hoppala. Aber die holen wir uns auch wieder. Die wartet wahrscheinlich noch im anderen LKW auf uns. Ach, die erste Frau, die auf mich wartet. Eieiei, das Wetter sieht aber nicht so berauschend aus, muss ich sagen. Das gefällt mir nicht. Wieder wird jetzt einfach nur dunkel, aber irgendwie yeah, was für ein Sonnenuntergang. Leute. Oh, da ist eine Blitzbrücke. Oder ist das eine Schilderbrücke? Schilderbrücke. Mann, der Volvo klappert. Ich hasse es, wenn irgendwo Geräusche sind, wo ich nicht weiß, wo die herkommen. Kann ja ab.
wenn ich morgen zur Arbeit gehe mit meinem Rucksack hinten drauf und das klappert da drin. Ich kann zum Tier werden. Politidi. So, jetzt fahren wir durch eine kleine Talsenke. So ein bisschen wie Petersburger Schlittenfahrt. Runter, rauf, runter. Aber läuft bis jetzt ganz geschmeidig, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Alter. Siehst ja gar nicht. So. Und der Kilometerstand ist auf 817 geschrumpft. Warum Vorfahrt achten? Ist doch eine ewig langer Beschleunigungsstreifen hier. Ich kann jetzt gar nicht mal sagen, wann wir wieder auf der Russ-Map sind. Übrigens, wenn noch jemand Karten kennt, die man unter Verwendung der Pro-Mods und der Russ-Map einbauen kann, immer mal her damit. So neue Sachen bin ich immer sehr gespannt, interessiert und überhaupt. Sollte natürlich was Gescheites sein und nicht so, ja, Maps, die die Welt nicht braucht, weil sie irgendwie total kaputt gebaut sind oder so. Wobei das bestimmt mal interessant wäre zu sehen, was die da für Murks gebaut haben, ne? Wenn es schon nicht so, einmal eine Hand vom Steuer nehmen. Ist mein Chai Latte nämlich gleich eiskalt. Führt natürlich unweigerlich zu Fahrfehlern. Na, ich werde mich jetzt zur Polizei fragen, haben Sie getrunken? Nein, kein Alkohol. Ich habe nach meinem Chai Latte geangelt. Dann wird der Polizist das verstehen und wird sagen, ja, das verstehe ich. Da kann man nicht geradeaus fahren. Je schneller man fährt, desto mehr klappert das. Ich denke, ich werde ihn verkaufen. Ja Mensch, so langsam müsste die Sonne da unten sein, oder? Sieht das nicht herrlich aus? Ein schnurgerader Horizont und dann diese Röte der Abendsonne. Herrlich. Ich hätte der Svea jetzt gerne diesen ramontischen Sonnenuntergang gezeigt, aber
Sie ist ja nicht dabei. Sie hat sich in dieses Auto nicht reingetraut. Wahrscheinlich, weil sie gewusst hat, dass es klappern wird. Ja, so sind sie, die Frauen. Immer eine Vorahnung. So, da hinten geht's wieder Hügel aufwärts. Das heißt, wir nehmen jetzt Anlauf. Eigentlich haben wir eine Retarder drin, aber... Na, ganz schön an Geschwindigkeit verloren jetzt. Aber langsamer wirst du nicht, wa? So. Ah, vielleicht müssen wir noch einmal schlafen. Aber für die letzten Kilometer werde ich dann nicht noch mal eine neue Folge machen. Also das ziehen wir jetzt eiskalt durch hier. Ich denke mal, dass wir bis auf 500 Kilometer runterfahren können. Wenn nicht mehr. Na, warum hängt das denn jetzt? Oha, 70 nur. Wir brauchen unser Geld. So, und tschüss. Jetzt können wir wieder Gas geben. Leute, was ist los hier? Wenn du nicht schneller fahren willst, dann fahr auf der anderen Straßenseite, Mann. Kann doch wohl nicht sein. Wo ist der jetzt überhaupt hin? Ah. Was sind das für Geräusche? Und es quietscht und klappert an allen Ecken und Enden. Warum? So, gleich wird es schön dunkel werden und wir kämpfen uns wieder den Hügel aufwärts. Auf der Gegenfahrbahn haben sie die Straße eingeebnet. Hier hatten sie keinen Bock mehr zum Buddeln. Ja, manche Straßen sind schon sehr merkwürdig gebaut. Also bei was für einem LKW auch immer die Fahrgeräusche aufgenommen haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so normal ist. Das hört sich auch so ein bisschen danach an, als wenn das regnen würde oder so. Gott. Ist mir noch nie so aufgefallen. Ein schöner Laster, aber das nervt.
So, am nächsten Rastplatz wird angehalten und dann wird so lange gesucht, bis ich die Ursache für dieses Quietschen gefunden habe. Haben sie einen Panzer vergessen? Das hört sich echt nach Regen an. Aber es regnet ja nicht. So, ich denke, na, der Bettpfosten ist noch grau. Ich kann so langsam mal dran denken, eine Rast einzulegen. Gucken wir mal. Ach, ist das schön, wenn das so schön ruhig ist. So, eine Kurve. So, da hinten bremst man. Sollten mal ein bisschen abbremsen, sonst hängen wir gleich wieder in irgendeinem Blitzer drin. Kommt nicht, von da kommt auch nicht. So, weg. So, wollen wir das Hotel ansteuern oder noch nicht? Ach, wir warten noch. Komm, Gas. Weiter. Bis zum Umfallen fährst du jetzt. Nee, er hat ja noch nicht gegähnt, von daher. Ich kann es leider nicht so richtig sehen, aber ich glaube, die oberste Spitze vom Bettpfosten ist auch noch grau. Von daher, alles gut. Dann gleich anhalten, dann gibt es erstmal eine Dose Erbsensuppe und dann
Mein Jägerstuhl oder Jägersitz. Das heißt, hier muss man auch mit Wild rechnen. Noch hat er nicht geähnt. Also fahren wir an diesem Parkplatz vorbei. Sowieso nicht schön. Ohne Frittenbude, aber die hatten zu, da war kein Licht an. Ich sag doch, 500 schaffen wir. Eventuell kommen wir auch noch auf die 400 runter. Schauen wir mal. Die letzten 400 hänge ich dann hinten noch dran. Das ist ja nicht mehr so die Welt, ne? Stimmt, ich wollte gerade sagen, das habe ich letztens gesehen, der hat ja vorne auch noch Spiegel. Da direkt ganz am Ende der Schnauze. Ja, da können wir uns selbst beim Haare kämmen beobachten. Das hat doch was. Da vorne. Oder machen wir das anders? Ne, wir machen das anders. Er hat gegähnt. Jetzt haben wir eine scharfe Bremse hingelegt. Wir fahren jetzt hier. Wir bügeln hier jetzt einfach mal über die Wiese. Kann man denn hier parken? So, dann wollen wir mal ganz kurz Motor abschalten. Mach hin. Runde knacken. In der Zeit kann ich meinen Chai Latte austrinken. Ah, schön der Schaum. So. Und wir fahren, versuchen jetzt hier einfach mal rüber zu kommen. Mal gucken, ob das geht. Ob das erlaubt ist, ist was anderes. Das interessiert mich aber mal gerade irgendwie überhaupt nicht. So, da ist frei. Ich hier was sehen könnte, wäre mir lieber. Okay, genau. Ey, alle haben angehalten und du Trottel fährst einfach. Bist du eigentlich blind oder was? Ich habe doch nun wirklich alle Spuren dicht gemacht mit meinem Laster. Kauf dir eine Brille, Alter. Ja, es war zwar so jetzt nicht richtig, darüber zu fahren, aber meine Güte, wir waren mitten drauf auf der Straße. Da musste er einem doch nicht reinsemmeln. Mann, 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 Mann. Ja, 3% Schaden, sauber. 17% an der Zugmaschine. Ey, wirklich. Brauchst deine Sachen selbst nicht kaputt fahren. Das kriegt die KI schon geregelt. Vor allen Dingen Schaden am Trailer. Das heißt doch ganz eindeutig, der ist uns richtig in die Seite reingesemmelt. Ja, wenn ich nur mit der Schnauze zu weit drin gewesen wäre, dann hätte die Zugmaschine Schaden, aber nicht der Trailer.
Von daher ist er uns auch hinten richtig schön an den Hinterachsen reingeballert. Wie blind muss man eigentlich sein? Also dafür habe ich dann tatsächlich kein Verständnis mehr. Auch wenn das jetzt dieses Rüberfahren... Ja, wir hätten ja auch von geradeaus gucken kommen können, dann wären wir da jetzt auch so drauf gewesen. Also da mal ein bisschen gucken. Aber es ist offensichtlich für einige zu viel verlangt. Lass mich mal rein, ich muss gleich links, links abbiegen. Aber wie kann man so blöd sein, im Grunde genommen absichtlich in so einen LKW reinzurauschen? Ich muss es nicht verstehen. Oh, 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 oh. Da waren wir ein bisschen zu schnell. Da haben wir jetzt echt Glück gehabt. Wenn hier so Autos am Wegesrand stehen, das ist schon immer gefährlich. Da könnte so ein Blitzapparillus drin sein. Dass wir auf die Idee noch nicht gekommen sind, sowas hier im ETS zu machen, so Zivilfahrzeuge. Schon wieder eine Million voll. So, 399.000 Grammmeter. Weiß gar nicht, ob wir noch auf der Southern Region sind oder schon wieder auf der Russmap. Ah, vielleicht steht hier ein Schild. Southern Region Goodbye oder so ähnlich. Yo. Richtig Anlauf. Das Quietschen wird wieder lauter. Die hat aber souverän weggesteckt. Ja, ist aber gut am Arbeiten, wird auch extrem langsam tatsächlich. Offensichtlich sind wir oben. Wir werden nämlich wieder schneller. Ja, und dann gleich mal gucken, was wir noch an Kohle bekommen.
Oh, da fehlen irgendwie, da fehlt's an Pfannen. Ja. Motorfehlfunktion. Danke, KI. Hat's vielleicht gebrannt oder so? Oder Sturm. Auf jeden Fall verlassen. Ein Lost Place. Müsst ihr mal suchen bei YouTube. Lost Places. Es ist teilweise echt interessant. So, es wäre nett, wenn du auf der Straße fahren würdest und nicht auf dem Grünstreifen. So, was haben wir hier? Ja, und wieder ein bisschen Anlauf für den nächsten Hügel. Aber er fährt noch recht gut hier hoch. Da kann man nicht meckern. Da gibt es Schlimmeres. So, und in 270 Kilometer knapp haben wir es geschafft. Na, können wir dich überholen? Oder kommen wir an dir nicht vorbei? Ja. Im Überholverbot waren wir noch auf der anderen Fahrbahnseite, von daher Augen zu und durch. Komposit sagt mir auch irgendwas. Was machen die? Komposit. Chemie? Irgendwelche oder Beton oder sowas. Ja, selbst für einen Tag ist hier recht wenig KI-Verkehr. Und die paar, die unterwegs sind, sind Idioten. Ein bisschen flott unterwegs hier, aber wir haben keine Zeit. Wir wollen nicht. Ei, das war mir so klar. Schade, zu spät gesehen, Mensch. Na, egal, unser letzter Obolus hier an diese Map. Beim nächsten Mal wird erst gezahlt, wenn wir wiederkommen. Warum lenkt denn der nicht? Doch genauso eingestellt wie bei dem anderen. Naja, egal. Ja, Hauber reagieren offensichtlich anders. Darf ich vor, ernsthaft? Sehr freundlich, Kollege. Ist wirklich freundlich. Na gut, es hätte natürlich jetzt auch sein können. Ich
bin gerade drauf und er fährt los, um dann die Versicherungssumme zu kassieren. So Versicherungsbetrug oder so. Komm, werd grün. Der quietscht sogar beim Bremsen. In Ordnung kann das nicht sein. Wieso haben wir eigentlich immer noch 230 Kilometer auf der Uhr? Ups. Ja, nee, war klar. Ach, ist mir doch jetzt auch egal. Ich hatte keine Lust zum Bremsen. Ja, ich hätte bremsen können, ich weiß. Ich habe aber nicht. Ja, Werkstatt aufrufen. Die 250 Meter hältst du noch, nee, 220 Kilometer hältst du noch durch, Mann. Sei so gnädig. Ja, schön, Plattenbau auf der rechten. Feine Sache. Wir fahren hier raus. Und schon wieder so ein aller Blitzer. Mann, oh Mann, oh, die brauchen echt Geld hier. Mal ein bisschen was überweisen, wenn ich wieder zu Hause bin. Das wird schlimmer mit den Motorfehlfunktionen. Aber egal, da müssen wir jetzt durch. Rauscht der mir absichtlich in den LKW, ey. Naja, was soll's. Schon wieder 60. Immer aufpassen, wo diese blöden Kisten stehen. Spiegel noch dran. So, wieder Hügel runter, Hügel rauf. Ja, strahlender Sonnenschein, das ist doch herrlich. Da kommen doch so richtig Sommergefühle auf irgendwie. Na, auch knapp vor Ende des Überholverbots, ne, mein Freund?
Da hättest du auch hinter mir bleiben können. Viel schneller bist du nämlich jetzt auch nicht gewesen. Aber ich weiß, der Nervenkitzel ist höher. So, 129 Kilometer, dann haben wir es geschafft. Ui, okay, das hat ja noch hingehauen hier. Ich neige beim Fahren zu träumen. Ich sollte kein Auto fahren. So. Und es klappert und quietscht schon wieder. Wahrscheinlich sind wir wieder viel zu schnell und werden gleich geblitzt, weil die Stadt braucht ja Geld. Und genau so wäre es fast gekommen. Mal einmal freundlich in die Kamera lächeln. Daneben. So. Ja, ich weiß. Komm, mach weiter. Bist eh gleich verkauft. Die letzten 88 Kilometer schaffst du noch. Upsa. War schon wieder fast ein bisschen schnell. Also diese Geräusche finde ich etwas merkwürdig. Und schon wieder ein Blitzer. Weil es rauscht irgendwie, als wenn es regnet. Und also das ist das Einzige eigentlich, was mir an diesem Laster nicht gefällt. Gut, Bremsen könnten etwas besser sein und die Lenkung hatte ich ja schon gesagt, aber ansonsten, oh, ein Trecker. Einer von den Mods, die ich mit aufgespielt habe. Zwei verschiedene Traktoren sind hier unterwegs. Mal mit, mal ohne Anhänger. Ganz verschieden. Aber ich habe auch ein Sondertrailer-Pack drin. Von dem habe ich noch nicht einen einzigen gesehen. Da muss ich noch mal nachgucken. Das ist von Jesse Cat. Das ist irgendwie ein bisschen und schon wieder ein Blitzer. Kann ja wohl nicht mehr angehen hier. Junge, 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 Junge. Die brauchen echt Schotter hier. So, ja, jetzt klingelt gerade das Telefon, aber ich denke mir, ich weiß, wer das ist, da rufe ich gleich zurück.
letzten 50 Kilometer schaffen wir dann noch. Ja, wieder jemand, der nicht aufgibt. So ist eh alles kaputt. Könnte mein Sohn sein. Meine Mutter lässt nur einmal durchklingeln und dann weiß ich Bescheid, ich muss zurückrufen. Hier ist nämlich eine von denen, die wirklich noch einen Uraltvertrag haben, wo es keine Flatrate gibt. Deswegen rufe ich dann zurück. So, das ist entweder mein Sohn oder eine Bekannte von mir, die lassen durchklingeln bis zur Vergasung. Die merken gar nicht, wenn man nicht da ist. Das habe ich aber in einem Video auch schon mal gesagt. Wenn keiner abnimmt, man lässt klingeln bis auf, ja, keine Ahnung, bis das Telefon keine Klingel mehr hat. So, da blitzt auch schon der Empfänger im Fadenkreuz. Ich hätte fast was anderes gesagt. Man möge mir verzeihen. So. Warum muss hier eigentlich jede Ampel auf Rot gehen, Mensch? Wo stehen die eigentlich? Was machen die da? Nee, man muss wirklich sagen, sehr, sehr schicker LKW. Teilweise etwas eigenwillige Geräusche, aber nee, ist schon schön, auf jeden Fall. Es wäre schön, wenn solche dann als, meinetwegen auch von den Herstellern als DLC oder so eingepflegt werden, damit man die dann auch noch hat, wenn das Spiel abgedatet wird. Weil da ist ja dann leider das Problem, dass manche Mods dann einfach nicht mehr funktionieren. Und das ist dann schade. Da hatte man dann richtig schicken LKW und du kannst ihn dann eigentlich nur noch in die Tonne kloppen, weil er nicht mehr läuft, ne? So, jetzt kriegt ihr euer Natrium mit einer leichten Beschädigung, aber ehrlich, ich kann da nichts dafür. Oh, jetzt am Telefon. So, in diesem Sinne, weil man mir wieder keine Ruhe lässt, wünsche ich euch noch was. Einparken mache ich gleich alleine. Ich sag mal, ciao, ciao.